Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Risen hier auf PlayZone TV. Mein Name ist immer noch Peter, beziehungsweise Lord Peter LP. Und ja, im letzten Part haben wir uns... Pilz. Haben wir uns auf dieser Insel hier wiedergefunden und bisher sieht die sehr verlassen aus. Und wir wollten den Weg weitergehen, denke ich mal. Oh, Druidenschierling. Auch wieder so eine schöne Pflanze, die ich sofort esse. Bringt mir maximal Lebensenergie plus 1. Ist doch schön. Den Pilz werfen wir direkt hinterher. Und was anderes haben wir nicht zum Anziehen. Dann können wir angeben, wie reich wir sind und nehmen den goldenen Ring mit. Okay. Eine der Ruinen, die aus dem Boden geschossen kam. Und hier, das dachte ich nämlich früher immer, wäre die erste Möglichkeit, an ein Schild zu kommen. Aber ich habe ja im Dschungel noch eine andere Möglichkeit entdeckt und ja. Was da unten gekreischt hat, werden wir gleich bekämpfen. Aber vorher noch ein bisschen plündern. Ist hier noch was anderes, was ich brauche? Nee, ich glaube nicht. Grabmotten. Ja, genau, hau mich doch. Na komm, du auch. Trau dich. Das war übrigens Flügelpulver, sowas in der Art. Tut mir leid, ich bin es gewöhnt, ohne Aufnahmen müssen zu spielen und ich guck mal, dass ich in Zukunft alle Sachen vorstelle, die ich finde. Ich kann es ja gleich nochmal zeigen. Ich glaube, hier vorne waren auch nochmal Grabmotten. Da habe ich schon was fliegen gesehen. Au, macht man das, du Vieh. Na komm. So, Flügelstaub. Der zarte Staub eines fliegenden Insektes. Das ist doch ganz schön. Das ist eine Alchemie-Zutat und ich glaube, die braucht man auch, um Zauber zu schreiben, aber ich denke, das wird für uns nicht weiter nötig sein. Gehen wir mal nach unten. Heiltrank reinpfeifen. Hui! Ah ja, stimmt ja. Au! Da kommt auch ihr jetzt ins Spiel, beziehungsweise eigentlich erst später. Nee, ich spreche das Thema noch nicht an, das machen wir wann anders. Was haben wir denn hier? Fackel, Wasser und einen Mana-Trank. Nehmen wir uns mal mit. Oh, es wackelt. Die Erde bebt. Fackel, Wein und 10 Goldmünzen. Praktisch, dass hier direkt der Hebel ist. Eine Pilz. Ist aber dunkel hier. Zum Glück weiß ich, wo was liegt und so. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht den Fehler mache, den ich oft mal gerne mache. Ich renne nämlich gerne immer wieder in die Falltür rein. So, das war unsere erste kleine Ruine. Wieso habe ich dafür jetzt keine Erfolgsmeldung bekommen? Da kann ich kurz mal das Menü zeigen, weil normalerweise kriegt man doch Bildung, Leistung, das war's nicht. Hier, Erfolge. Ach so, okay, die Erfolge habe ich schon. Naja, ist ja im Grunde auch nicht so wichtig. Egal, hat mich jetzt persönlich interessiert und weiter. Einfach weitergehen. Oh, eine Stachelratte. Juhu. Au. Begrüßt man so einen freundlich entgegenkommenden Menschen? Boah, Vieh. Rohes Fleisch. Hinter dem Bäumchen versteckt sich nichts. Oh, doch, Minze.
Immerhin stinken wir jetzt nicht mehr. Das ist doch schon mal eine Verbesserung. Mana-Pflanze. Und hier gibt es nur noch den Abgrund. Gehen wir mal weiter rauf. Was anderes können wir hier auch nicht tun. Also sinnloser Kommentar meinerseits. Entschuldigung. Schönes Haus. Jetzt will ich erstmal woanders lang gehen. Die Reiselust. Eine schöne kleine Pflanze, die uns Erfahrung einbringt. Na? Aha. Ein Kurzbogen. Dieses Versteck hier habe ich damals erstaunlich schnell gefunden. Schon als ich mir die Demo geholt hatte, habe ich das Versteck direkt gefunden. Weil zu der Zeit war ich noch Gothic 1 und 2 gewöhnt und da konnte man ja wirklich an viele Stellen hochklettern. Und das habe ich hier dann auch versucht und habe den Bogen durch Zufall gefunden. Wo haben wir denn den kleinen Bogen? Da haben wir ihn. Ist hier noch was? Nun gut. Aber hier stand doch, glaube ich, irgendwo noch. Ach nee, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Entschuldigung. Mana-Wurzel. Heilwurzel. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kampf glücklich enden wird. Ansonsten muss ich eben wegrennen. Nicht gut. Au. Böses Schwein. Ganz böses Schwein. Oh Gott. Du bist ein böses Schwein. Okay, Option wegrennen erscheint mir gerade ziemlich low. Ich muss höher. Das war der letzte. What the fuck, das war der letzte. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, muss ich mir doch noch einen Heiltrank reinpfeifen. Geschafft. Also gut, mit Schwein sollten wir uns noch nicht anlegen. Puh, das war ja heftig. Es wäre mir ja peinlich, wenn ich ausgerechnet im zweiten Part jetzt schon sterben würde. Aber ich habe Risen jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt, deshalb muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, welche Tiere hier ziemlich stark sind und welche eher schwach. Aber man sollte sich eben am Anfang auch nicht mit allem anlegen. Oh, hier liegt ein Pfeil. Habe ich daneben geschossen einmal? So, sehen wir uns doch mal in der Hütte um. Oder machen Päuschen auf der Bank. Ah, ja. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. So, durchsuchen wir doch mal die Hütte. Aha, er hat hier also nichts mehr gefunden, was er gebrauchen könnte. Tja,
Aber ich finde da noch so einiges. Wonach hat er gesucht? Nach schönen Möbelstücken? Was die... Ach, das brauche ich nicht. Ab nach oben. Sesam, öffne dich! Sehr schön, ein Schwert, Pfeile, Bolzen, ein Dietrich. Kleine Karte der Insel, zeigt leider nur einen Teil der Insel, okay. Aber schon mal besser als nichts. Wollen wir doch direkt mal schauen.